Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Runde unseres Halbfinales. Dieses Mal haben wir Clone Raver gegen Tricellus. Ihr seht diesmal in anderer Moderationsaufstellung den Bully da Glory, kennt ihr ja noch von der letzten Runde mit Niklas. Die Flasche kommt natürlich weg. Danke, geschätztes Mitglied der Menge. Mein Name ist Valentin, der Bully ist hier fürs Fachwissen, ich bin für einen schlechten Mundgeruch. Also, lass uns loslegen. Unsere beiden Kandidaten, unsere beiden Kämpfer machen sich gerade bereit. Sie setzen ihren Kampf auf. In der Zwischenzeit können wir ja vielleicht noch ein wenig dumm schwätzen. Der liebe Tricellus, er hat natürlich mit einem Mimikyu-Profilbild, was natürlich sehr sympathisch rüberkommt. Und Clone Raver ein bisschen langweilig mit seinem mit seinen Standardphrasen. Mit seinem Milchbubi-Gesicht, aber naja, wer weiß. Wir mal schauen, wie der Kampf ausgeht. Wir schauen, wie es ausgehen könnte. Kurz zum Hintergrund der beiden. Und einmal der Tricellus hier aus der Gegend. Er hat das Turnier hier mitorganisiert. Vielen Dank dafür. Das gibt erstmal einen Applaus aus der Menge. Und wir sehen natürlich jetzt auch in seiner Auswahl sehr, sehr interessant ist natürlich das altbekannte Among Us, was wir schon seit 2011 in der fünften Generation kennen. Sehr, sehr bulky, sehr, sehr defensiv und auch ultra nervig. Mit einem Wutpulver und Pilzspore ist das der Klassiker schlechthin auf VGC-Turnieren, womit es jedem Gegner wirklich richtig schwer machen kann. Und es ist auch schon mal im Team der Weltmeister schon mal vorgekommen. 2013 hat Arish Omati auch mit einem Hutsasser damit eine Weltmeisterschaft gewinnen können. Also wir sehen, dieser Pilz ist nicht zu unterschätzen. Korrekt. Aber wir sehen auch ein Dragoran, was nämlich durchaus interessant werden kann. Normalerweise sieht man Dragoran im Einzelkampf, aber im VGCs könnte es natürlich interessant werden. Mit der Multischuppe, vor allem was für ein Item er hat, werden wir wahrscheinlich auch nicht wissen. Aber man könnte davon ausgehen, dass der vielleicht in der normalen Terrestrialize gehen könnte, damit der Extreme Speed nochmal ordentlich viel Schaden durch die Zap machen kann. Wir werden sehen, was Drizzlius uns heute zaubern wird. So, also. Dann schauen wir uns doch mal an, was der Lead vom lieben Drizzle ist. Balrog und Casper. Sehen natürlich Balrog und Casper. Und natürlich sehen wir Iron Bundle und Dragonite. Und das Iron Bundle mit dem Quantenantrieb bekommt natürlich jetzt hier noch den Initiative-Boost. Auf jeden Fall interessanter Lied. Mal schauen, wie der Kampf weitergeht. Ihr merkt, hier ist wirklich das Fachwissen angesammelt und hier nur die Dummschwätzerei. Und die Frage ist jetzt, was macht an der Stelle Iron Bundle? Und was macht Dragoran? Das ist eine exzellente Frage. Die Frage ist jetzt halt einfach, wie reagiert der Gegner jetzt auf so eine Lead, was Drizzlius macht? Denn möglicherweise kann ein Gefriertrockner dem Vergangenheits-Donphan ordentlich Probleme bereiten. Und wir sehen jetzt eine Terrestrialize von Dragoran vom Typ Flug. Okay. Sehr, sehr interessant, dass es nicht der Normaltyp ist, sondern ein Typ Flug. Und wir sehen das übrigens aus der Sicht vom Clone Raver, nicht vom Drizzle. Ich glaube, du hast gerade eben gesagt, dass wir... Ach so. Ja. Okay, mein Fehler. Ich halte mich doch lieber ein bisschen zurück. Kein Problem, passiert den Besten. Aber wir sehen hier, dass Iron Bundle gestorben ist. Ich habe jetzt leider ein bisschen da verpasst, was jetzt passiert ist. Das war, glaube ich, eine Juwelenkraft. Okay. Das heißt, und der Terra-Ausbruch. Und der Terra-Ausbruch auf... Und zwei tote Mons in der ersten Runde, grundgültiger, was am Anfang. Und zwei One-Shots, Grundböninger hier. Oh, Grundböninger. Gut, dann schauen wir mal, was als Ersatz reinkommt für diese beiden Mons. Und Clone Raver hat aber trotzdem Clone Raver hat mit seinem Dragoran echt eine gute Ausgangslage aufgebaut. Durchaus, durchaus. Da braucht der liebe Tricellus wohl ein wenig länger, um sich zu entscheiden, was wohl jetzt die beste Antwort auf diesen doch sehr ernstzunehmenden Threat ist. Das ist wohl jetzt auch wahr. Und da kommen die nächsten Mons. Flatterer. Genauso, was Tricellus auch hatte, nur im Gegensatz zu Drizzle lebt es noch. Genau, im Gegensatz zu Drizzles lebt seins noch. Okay. Und wir haben jetzt Espinodon auf der anderen Seite.
Spinodon, was eigentlich auch durchaus ekelhaft sein kann, kann natürlich auch das Terrestrialized Dragonite richtig Probleme bereiten. Die Frage ist halt einfach, ist es schneller? Man könnte meinen, von den Base-Stats her könnte wahrscheinlich das Espinodon schneller sein als das Dragonite. Die Frage ist jetzt, was wird Dragonite an der Stelle machen? Und wir sehen jetzt auch eine Terrestrialize auf das Espinodon. Die zweite Terrestrialize schon in diesem Game. Und es ist Typ Boden. Da hat jemand gleich mal einen ganzen Kontinent auf dem Kopf. Okay, ja, da hat jemand mal die halbe Erde auf den Kopf gestellt hier. Davor ziehe ich glatt meinen Hut. Und da kommt eine Mondgewalt. Aber die Mondgewalt ist nur noch neutral. Und der Eiskreisel hat die Multischuppe durchbrochen. Jetzt kommt aber den Terra-Ausbruch auf das Vergangenheitsdorfer, der natürlich überlebt mit einem Fokusgurt. Oh, ich dachte schon, das wäre, wenn es ohne Fokusgurt gewesen wäre, krass. Das wäre natürlich ziemlich krass. Jetzt kommt aber der Eiszapfhagel auf Flatterer und überlebt mit 24 KP. Was für ein Anfang. Ganz schön irre. Das Match geht noch keine 5 Runden und schon so eine Dramatik. Ich kann es kaum glauben. Die Frage ist jetzt halt einfach, bleibt Clone Raver weiterhin noch gelassen und cool und hat er immer noch eine Gegenantwort gegen Espinodon parat? Die wichtige Frage ist, was machen die beiden mit ihren angeschlagenen Mons? Bleiben sie drin? Gehen sie raus? Und jetzt kommt natürlich die Prioritäts-Eissplitter. Eissplitter. Flatterer und Flatterer ist jetzt natürlich auch zugrunde gegangen. Gut. Und jetzt kommt aber noch ein weiterer Eiskreisel auf das Dragonite. Und das macht aber auch ganz schön guten Schaden. Wir müssen aber immer bedenken, es kann ja sein, dass er das Flatterer absichtlich gesackt hat. Das kann auch sein. Ein Tod von einem Mon muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Und der Terra-Ausbruch tötet auf jeden Fall das Vergangenheits-Donphan. Nee, das war nicht Donphan, das war Donphan. Espinodon. Um halt auch die Terra zu zerstören. Okay, wir haben eine interessante Ausgangslage. Wir haben noch ein volles Amoongus. Und ein fast leeres Dragonite. Ja. Und wir sehen jetzt erstmal den guten alten Amoongus. Amoongus. Richtig sus, dieses Pokémon. Aber leider im Gegensatz ist ein Fiaro drin, was richtig Probleme gegen Amoongus machen kann. Mhm. Aber auch gegen Dragonite. Frage ist jetzt, hat Fiaro etwa Gale Wings und wird er den Prio-Sturzflug auf Dragonite bringen? Um das Dragonite zumindest aus dem Verkehr zu ziehen. Weil damit hat er dann das Matchup für sich. Also wie sagt man so schön, it's everyone's game. Es kann in einer Sekunde gedreht werden. Es bleibt spannend. Es kann immer wieder für Überraschungen gesorgt werden. Die Frage ist jetzt nur halt einfach, wer sorgt für eine Überraschung? Ja, natürlich wird jetzt der Wutpulver kommen, damit das Dragoran nicht aus dem Verkehr gezogen wird. Und da kommt der Sturzflug. Wobei, der ging wahrscheinlich... Oh! Was? Die Safety Goggles. Oh! Wahrscheinlich die Safety Goggles, die diese Pulverattacken komplett ignorieren. Und deswegen, dass Dragoran aus dem Verkehr gezogen wird. Jetzt kommt der Eiskreisel, auch sehr effektiv. Sehr effektiv, aber bisschen Amoongus überlebt das Beulenhelm von Amoongus. Und damit das war schon ziemlich sus. Ist das Vergangenheitsdon von Tod. Es ist ein One-on-One, aber es wird höchstwahrscheinlich für Drizzlius. Es ist noch nicht ganz. Der Sturzflug tötet auf jeden Fall. Step-Attacke. Ey, ich hab vergessen. Und damit hat Drizzlius den ersten Kampf für sich entschieden. Ey, ich hab komplett vergessen. In dem Moment, ich hab nur gesehen, dass das Schlafpuder rauskam. Oder was? Pilzspore? Keine Ahnung. Nein, er hat ja gerade Schlafpuder noch. Nein, ich meine gerade in der letzten Runde. Ja, Pilzspore. Ich hab. Aber denk dran, dass perplex. Das. Fiara outspeedet, ja. Hutsasa ist verdammt langsam. Mhm. Es ist zwar tanky, aber ein Sturzflug überlebt es garantiert nicht gegen ein Fiaro. Vielleicht mit Glück, wenn es die Cobra Berry hat. Vielleicht mit Glück, aber selbst mit der Cobra Berry könnte das critical werden. Ja, das habe ich gerade komplett vergessen. Da war es nochmal für mich ein bisschen spannender zum Schluss auf meinen Dummheit. Du kannst ja ein Fiaro mit Safety Goggles spielen, du kannst aber ein Fiaro mit Hack Attack spielen, um die Flugattacken noch zu verstärken. Mit der Step dazu könnte der Sturzflug auch ein One-Shot bedeuten. Mhm. Aber das ist natürlich sehr interessant zu sehen, einen Schlagabtausch von Runde zu Runde, den Drizzlius für sich entschieden hat. Also, Wahnsinns-Game. Mal schauen, wie es weitergeht.
Wir werden jetzt gleich sehen. Die Mons werden aktuell schon gepickt. Für die zweite Runde lassen wir euch ein wenig im Dunkeln. Lone Raver ist auf jeden Fall schon fest entschlossen und ist schon bereits fertig mit der Auswahl. Die Frage ist jetzt nur, ob Drizzy vielleicht dieselbe Taktik anwendet oder vielleicht mal was anderes spielt, um vielleicht den Spieß umzudrehen. Nun, Spieß umdrehen muss er nicht, er hat gewonnen. Aber vielleicht will er ein kleines Mix-Up machen, er ist spannend halten. Genau, um aber vielleicht schon die Entscheidung zu bringen. Den Spieß umdrehen meine ich ja im Sinne von, vielleicht möchte er ja jetzt einfach kurzen Prozess, Nägel mit Köpfen machen und jetzt dieses 1:0 einfach jetzt nur noch in ein 2:0 umwandeln. Das wäre absolut krass. Also im Gegensatz. Ob aber Clone Raver die perfekte Antwort hat. Gut, mal gucken, ob das jetzt wirklich eine Vernichtung wird. Ich hoffe mal nicht, es ist alles offen. Gehen wir zurück. Also. Und wir sehen Fiaro und das Vergangenheits-Donphan in der Lead von Drizzy. Nun, was haben wir hier? Zobiris und Cerulege. Ich kenne das ehrlich gesagt leider nicht so ganz, deswegen kann ich jetzt leider nicht so viel sagen über das Pokémon. Aber Sableye kenne ich noch aus der VGC 2014. Prankster-Pokémon kann richtig nerven. Mit dem Will-O-Wisp kann es auf jeden Fall mit der Prankster physische Pokémon richtig ärgern und es ist auch wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist tanky. Also Cerulege, ich muss um ehrlich zu sein sagen, dass ich es auch nicht kenne. Aber ja, wir sehen hier die Top-Kommentatoren. Wir sehen aber auf jeden Fall den Protect von diesem auf der linken Seite. Der Reflektor von Sableye kommt und wir haben den Tailwind von Talonflame gesehen. Da kommt die Schmetterrame, die abgewehrt wird. Und der Tailwind sorgt dafür, dass jetzt nun die Initiative für ein paar Runden verdoppelt werden. Und zwar für beide, also für beide Seiten. Nein, für beide Mons auf der anderen Seite. Genau, für beide Mons auf der Seite von Drizzy. Aber eine Sache wollte ich doch anmerken, weiß ich zu diesem seltsamen Mon. Wie gesagt, die perfekt informierten Pokémon-Kommentatoren. Es hat eine Attacke namens Reueschwert und soweit ich weiß, ist es ein Signature-Move, aber das funktioniert ähnlich wie ein Ableit-Hieb, das heißt, es kann sich damit heilen und das kann richtig ekelhaft werden. Es kommt aber immer drauf an, auf welches Pokémon es einsetzt und vor allem, welchen Typ hat diese Attacke? Ich meine, es ist Kampf. Das ist an sich, glaube ich, ein besserer Ableit-Hieb. Okay. Wir gucken mal. Aber auf die Talent Spannung erstmal sind sie aus der Pulle. Genau. Talonflame wird jetzt zurückgerufen und Flatterer kommt jetzt an der Stelle rein und wir sehen die Terrestrialize von Cerulege. Okay. Welchen Typen Stahl hat es? Das setzt man mal alles auf eine Karte. Stahlhart. Und das so früh. Vielleicht will er, macht ja nicht Trisellus in diesem Game. Aber jetzt scoutet aber das Vergangenheits-Donphan mit einem Protect. Und Sableye hat Disable auch noch. Richtig ekelhaft. Also wir halten mal fest. Reflektor und Aussetzer. Es könnte vielleicht wirklich ein ekelhaftes Sableye werden. Und da wird erstmal aufgesetzt. Da kommt der Protzer. Da kommt der Protzer. Da war wohl jemand im Gym, da muss er angeben. Da muss er auf jeden Fall seine Muskeln spielen lassen. Flexerino ist am Start. Definitiv. Wunderschöne Kamerafahrt von von der Axt im Kopf. Von der Axt der Verzweiflung, die im Kopf gelandet ist. Die schöne Yu-Gi-Oh! Karte, die wir doch alle kennen. Also ich kenne die auf jeden Fall. Die ist legendär. Und jetzt sehen wir aber auf der anderen Seite von Flatterer die Terrestrialization vom Typ Normal. Interessant zu sehen. Statt Geistschwäche jetzt Geistimmunität. Das könnte jetzt wirklich. Und der Schattenstoß kommt. Oh, die Prediction. Kommt darauf. Und jetzt kommt aber der Encore auf. Jetzt kommt nochmal ein Protect. Es wird noch ein Protect kommen, auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal die Mondgewalt auf Sableye, was ein One-Shot sogar bringt. Die Frage ist: Hätte Sableye einen Double. Da kommt der Protect. Und er ist wirklich stark. Gut, das war. Die Frage ist, das war ja nur, um ihn daran zu hindern, genau, zu machen. Genau, dass er halt gelockt ist in der Sache. Die Frage ist jetzt halt einfach, hätte Sableye vielleicht einen Double Screen rauspacken können, um möglicherweise den Lichtschild rauszubringen, dann hätte er vielleicht eine Mondgewalt überleben können. Aber er wollte auf den Abfuck-Modus gehen und damit hat er jetzt Lehrgeld zahlen müssen, weil der Schattenstoß jetzt dadurch halt auf der anderen Seite keine Wirkung gezeigt hat und er jetzt einfach das Sableye komplett aus dem Verkehr gezogen hat. Das heißt, jetzt können keine Prankster-Moves mehr kommen. Korrekt. Aber jetzt haben wir ebenfalls auf der anderen Seite
Alter, ein lebendiger Flatterer. Wir haben zwei lebendige Flatterer. Genau. Auf dem Game. Nicht wie beim anderen Game, wo die sich niemals gesehen haben. Jetzt geht's. Jetzt schauen sich direkt ins Gesicht. Und beide Terrestrialized Viecher sind wirklich voll am Leben. Aber jetzt wird. Das war nur ein kurzer Anblick von den beiden Flatterer. Jetzt kommt Fox. Das kommt ist das Fiamo. Talonflame. Mhm. Sehr schön shiny, muss ich sagen. Fällt das mir. Talonflame und jetzt kommt natürlich das Protect, in dem er gelockt ist. Aber die Möglichkeit auch zu scouten. Jetzt kommt ein Zauberschein, der ebenfalls auf das Vergangenheits-Donphan kommt, was sehr effektiv ist. Moment, geht die Zugabe nicht nur für eine Runde oder geht die für mehrere? Die geht für mehrere Runden. Oh, okay, das wusste ich nicht. Man wird aber informiert, ob die Zugabe dann nachlässt. Ah, hier, das war die Attacke, jetzt wurde geheilt. Genau. Jetzt hat sich aber der Rücken war schon full live, von daher war es egal. Jetzt hat sich der Rückenwind gelegt. Das heißt, geht er jetzt vielleicht nochmal auf den Rückenwind oder greift er vielleicht jetzt möglicherweise, geht er jetzt aufs Ganze und greift mit einem Flammenblitz das Serulege an, um vielleicht das Serulege aus dem Verkehr zu ziehen? Oder will er jetzt wieder auf die Double-Initiative gehen für seine Seite? Oh, und noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuschauer. Der Grund, wieso wir nicht direkt auf die Moves eingehen, die wir alle sehen, also wir sehen genau das Gleiche, was ihr seht, ist, damit der liebe Tricellus nicht hört, was eben passiert. Wir reden immer erst über Moves, wenn sie gespielt wurden. Genau. Und jetzt kommt aber der Irrlicht und der Feuerfänger von Serulege. Das müssen wir natürlich wissen. Das ist natürlich jetzt richtig mies und der Zauberschein tötet Talonflame. Trotz nicht sehr effektiv. Das ist jetzt aber wirklich äußerst bitter. Und jetzt wird nochmal Flexerino eingesetzt. Also ich glaube gleich... Das könnte jetzt knallen. Denn es ist immer noch bei voller KP. Und im Stahltyp, das könnte vielleicht ein möglicher Ausgleich werden für... Ich glaube, gerade geht dem Herrn Tricellus wirklich die Düse. Also wenn ich eher, wer würde mir die Düse gehen? Also ich würde jetzt schon langsam strugglen, langsam. Ja, aber Struggle hat Rückstoß. Ja, gut. Aber du verstehst ja, was ich meine. Selbstverständlich. An seiner Stelle, mein Clone Raver behält jetzt einfach ganz normal die Nerven und lässt sich davon nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil. Noch relativ gelassen aus. Die Musik auch sehr entspannt und dafür. Jetzt setzt er aber ein Protect ein, um mal zu gucken. Was macht das? Das macht Flatterer. Flatterer macht jetzt einen Spukball auf das andere Flatterer, tötet aber mit einem One-Shot. Sehr gut gespielt. Also wirklich, sich nicht irritieren lassen von dem an sich größeren Threat. Und nein, einfach den Protect predicted. Okay, gut, ich besser. Die Schwerterramme hätte jetzt natürlich auf das Serulege gehen können. Da kommt das letzte Mon Iron raus. Iron Bundle ist gar nicht mal so langsam. Wir wissen, das Ding ist schon schnell. Der Quantenantrieb geht an. Genau, und hat jetzt den Initiative-Boost bekommen. Und wir wissen ja auch, Rückenwind gibt's ja jetzt nicht mehr. Den hat er ja nicht gesetzt. Der wollte ja nämlich das Serulege anzünden, wo aber nicht wahrscheinlich nicht wusste, dass das Feuerfänger. Der Feuerfänger natürlich jetzt auch noch die Feuerattacken verstärkt. Ja, da sieht man wieder, Kinder, Brandstiftung ist nicht gut. Nee, also liebe Kinder, egal, ob ihr es von anderen hört, dass Abfackeln oder Ankokeln cool ist, macht das ja nicht. Ihr landet nur im Knast. Und wir wissen alle, der Knast macht nicht Spaß und ist auch nicht fair. Und ihr könnt dabei draufgehen. Aber was sowas von Spaß macht und fair ist, war diese Attacke. Genau, und das hat jetzt das Vergangenheits-Donphan aus dem Verkehr gezogen. Und jetzt kommt aber der Spukball von Flatterer auf das Iron Bundle und tötet. Was ist mit Flatterer los hier? Also das nimmt ja mal richtig die Viecher auseinander hier. Die Ereignisse überschlagen sich, meine Damen und Herren. Also der denkt sich wahrscheinlich, raus mit den Viechern hier. Und jetzt haben wir aber Wutpilz draußen. Jetzt. Wutpilz könnte jetzt auch interessant werden. Okay. Was macht Serulege jetzt an der Stelle? Es ist jetzt ein 2 gegen 1. Es ist... Ich muss es nochmal den Ausdruck von letzter Runde rausbringen, but it's still everyone's game. Es kann doch jeder gewinnen. Es ist noch nichts verloren und Serulege scoutet jetzt erstmal, was Wutpilz vielleicht vorhat. Das ist schon ein ziemlich wütender Pilz. Und der wütende Pilz schützt sich aber auch hier. Lässt kommt der Triple Protect. Hören. Und es kommt der Spukball. Es kommt der Spukball.
Und Reflektor hört auf zu wirken, das heißt, jetzt ist der Screen weg. Danke, das war sehr schön erklärt. Aber... Oh, der Tiefschlag! Oh, jetzt kommt der Tiefschlag. Aber der macht nichts. Der macht nichts. Aber Chip-Damage ist ja vielleicht auch noch eine Sache, was wichtig sein könnte. Der Spukball macht guten Schaden. Jetzt und da kommt das Rollschwert. Auf Wutpilz und tötet sogar Aber Wutpilz. Ich glaube, das war es jetzt für Drizellus, weil der Spukball hat verdammt viel... Oh nein, das wird richtig knapp. Wegen ich hab vergessen, dass das ja auch absorbt. Wer hätte Rollschwert nicht die Eigenschaft, dass es KP absorbt vom Gegner, der es angreift, dann wäre es relativ offensichtlich gewesen. Aber jetzt, oh, die Überreste. Er bekommt die Lefties noch. Jetzt stellt sich die Frage... Wird ein Spukball reichen oder nicht? Jetzt geht also, er natürlich die Runde wissen. Oh nein, ja, natürlich. Er stallt die Überreste. Er stallt die Überreste, damit natürlich die Roll nicht reichen wird. Wenn jetzt ein Crit kommt, meine Damen und Herren. Dann sehen wir, dass das Pokémon ist. True, true. Schön ausgedrückt. So sieht's aus. 161 KP ist natürlich verdammt viel. Und jetzt gucken wir: Spukball. Oh. Reicht er? Reicht nicht. Nein, nein, das war's. Rollschwert und das wird auf jeden Fall töten. Und das ist der Ausgleich für... Ich hab wieder vergessen. Ganz ehrlich, ich hab die ganze Zeit deinen Namen nicht sagen können. Wie heißt du nochmal? Sorry. Clone Raver. Clone Raver, danke. Clone Raver hat den Ausgleich erzielt. Und es ist wieder ein knappes 1:0, wie auch im ersten Match. Es bleibt spannend, wer den Finaleinzug für sich entscheiden wird. Definitiv. Nun, wir haben das 1:1. Es ist genauso spannend wie in der letzten Runde. Anscheinend hat das Mix-up, wo der Drizellus wahrscheinlich Nägel mit Köpfen machen wollte, doch nichts gebracht. Das war wohl leider ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ich finde es übrigens ein bisschen ironisch, oder auch sogar ziemlich ironisch, dass hätte Flutterhaar nicht geterrat, wäre Geist gewesen, dann hätte das Rollschwert nicht was gegen machen können. Aber gut, natürlich wäre das restliche Game auch anders abgelaufen. Im Nachhinein, ganz ehrlich, sieht immer alles offensichtlich aus. Ganz ehrlich, im Nachhinein betrachtet ist das Jacke wie Hose, Jacques-Pierre der Franzose. Oh, schisch. Ja, auch wieder wahr. So ist es. Im Rückspiel kann man immer groß sagen, man hat schon alles gesehen, man hat alles gewusst. Aber jetzt gucken wir mal, ob sich jetzt Clone Raver jetzt was Neues einfallen lässt. Oder ob er jetzt vielleicht bei dem gleichen Spiel bleiben wird, Fragezeichen. Danke. Ausrufezeichen. Und hat Drizzy vielleicht jetzt einen neuen Plan parat, wie er jetzt vielleicht das Ganze angehen wird? Predicted er vielleicht, dass vielleicht dasselbe gespielt wird? Könnte er vielleicht jetzt genau die Gegenantwort ansteuern? Wir sehen aktuell schon, dass Clone Raver bereits sein Team gechoost hat. Clone Raver sehr selbstbewusst. Und Drizzy immer noch am choosen ist. Clone Raver sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher, dass er vielleicht mit seiner Taktik auf jeden Fall sich den psychologischen Vorteil erarbeitet. Drizzy lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen und wählt natürlich auch seine Viecher aus. Jetzt sind beide Seiten bereit. Für den finalen letzten Kampf um den Finaleinzug. Wir haben den Ladevorgang, meine Damen und Herren. Es geht gleich los. Schauen wir rein, was die beiden gewählt haben. Da haben wir wieder den sehr drippigen Fischerhut. Und da kommen und wir sie, Casper und Hemlock. Wir haben Wutpilz und wir haben Flutterer. Und dagegen auf der anderen Seite Sableye und Sableletch. Schön die Namen gemischt. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. So muss es sein. Und ich möchte nur mal anmerken, das ist ein ziemlich wütender Pilz. Ein sehr wütender Pilz. Also da hängen hier schon die Zapfen hier nach unten. Da sieht man schon, man will sein wütendes Gesicht gar nicht sehen. So, dann schauen wir noch mal, wie dieses Game anfängt. Wir haben wieder das Strolchmon draußen. Wir sehen Sableye auf jeden Fall. Weil sehr, sehr widerlich unterwegs. Wahrscheinlich will er jetzt vielleicht einen Screen rausbringen, um einen psychologischen Vorteil auszuüben, damit die Defense oder die Spezial-Defense wieder auf seiner Seite sind. Es kommt der Lichtschild raus. Ich würde so, um ehrlich zu sein, sagen, dass der Vorteil weniger psychologisch ist, sondern eher im Game. Aber natürlich kann das auch Drizellus unter Druck setzen. Trotz alledem, dass der Lichtschild draußen ist, kam die Mondgewalt und tötet auch noch Sableye. Das kann jetzt aber wirklich einen psychologischen Schaden verursachen. Gleiches, ja. Wobei wir in letzter Runde hatten wir auch einen Mon-Tod in der ersten Runde, sogar zwei. Gut, da muss jetzt wieder sehen, diesmal ist nur ein Mon-Tod. Das muss aber noch nichts bedeuten.
Richtig. Nur weil er jetzt ein Pokémon verloren hat, der Clone Raver, heißt es nicht, dass es jetzt ein schlechtes Matchup ist. Er hat jetzt zwar den Lightspeed draußen, trotz alledem muss er sich Sorgen machen, dass vielleicht trotzdem auf der Gegenseite Flatterer immer noch extrem viel Schaden macht. Wir haben ja die Mondgewalt auf Sableye gesehen. Die hat wirklich einfach einen kurzen Prozess veranstaltet. Richtig. Aber ganz ehrlich, also wenn ich in dieser Position wäre und mein erster Mon würde in der ersten Runde stimmen, ich würde ja sofort aufgeben. Naja, es kommt immer drauf an. Wenn das deine Threat gegen den Gegner gewesen wäre, könnte man vielleicht darüber nachdenken, wenn du halt wirklich ein schlechtes Matchup hast. Aber ich würde erstmal noch nicht aufgeben und würde versuchen, erstmal zu schauen, was der Gegner macht. Und möchte dann versuchen, Druck aufzubauen. Egal wie. Und selbst wenn ich dann auf Selbstrisiko gehe, no risk, no fun. Es kann alles passieren. Also ich möchte mal nur kurz anmerken, wir sind ja in einem professionellen Turnier. Hier gibt's kein Fun. Hier wird nur reingeschmissen. Und wir sehen hier die Shiny-Version von dem Zukunfts-Botogel. Und es ist das Zukunfts-Botogel. Es ist verchromt. Es ist einfach komplett neu. Als hätte man es sauber geleckt. SpongeBob hatte recht, in der Zukunft ist alles verchromt. So sieht die Zukunft! Und wir sehen jetzt, dass... Oh, die Mondgewalt kommt raus. Wutpilz vom Feuertyp und hat es wahrscheinlich gerochen, dass die Mondgewalt kommt. Das Rollschwert? Denn wir wissen, dass Wutpilz auch noch vom Typ Unlicht ist. Die Mondgewalt trifft sehr effektiv und jetzt durch den Feuertyp egalisiert er das Ganze. Und das ist natürlich schon ein sehr wichtiger Move. Und jetzt hat er Flatterer mit einer Pilzspore einschläfern lassen. Grundgütiger, das sieht nicht sehr gut aus für Clone Raver. Das könnte fürs Erste schon mal richtig bitter sein. Denn Wutpilz behält jetzt erstmal mit dem Feuertyp jetzt die Oberhand. Also die Mondgewalt kann einem jetzt egal sein. Jetzt wird aber cool, in dieser Runde passiert wohl nichts auf der Seite angriffsmäßig von Clone Raver. Jetzt kommt aber der Tiefschlag, aber er ist wahrscheinlich macht er jetzt einen Status-Move und die Hydro-Pumpe hätte jetzt auf Serolatch gegangen. Oder es hätte auch dran liegen können, dass er Protected hat. Ja, ja. Das ist gut möglich halt. Weil wenn er jetzt auf einen Angriff gegangen wäre, hätte er sich ein Eigentor geschossen halt im Schlaf. Theoretisch. Weil dann hätte er ja quasi fürs Nichtstun trotzdem Schaden bekommen. So will er jetzt erstmal nur auf Nummer sicher gehen und den Tiefschlag einfach wegstoren. Jetzt geht aber auch noch die Terra Slice höchstwahrscheinlich auf Serolatch. Der Steel-Type ist natürlich da. Die Axt wird wieder rausgeholt. Die Axt der Verzweiflung ist wieder auf Serolatch angekommen. Und er macht den Schattenstoß auf. Das macht nichts. Das macht Gott. Ich weiß nicht, was er dabei bedacht. Und jetzt kommt der Eissturm und senkt die Initiative auf beide Pokémon. Oh, Flatter-Main-Crit. Also der hat schon sehr gemeddert. Und auch Flatterer, der Crit hat schon gemeddert halt. Also dafür, normalerweise macht der nicht viel Schaden. Eben, ich wollte gerade sagen, also als ich es gerade gesagt habe, das hat gemeddert, war es ein Joke, aber um ehrlich zu sein, hat es wahrscheinlich wirklich gemeddert. Und jetzt kommt die Pilzspore auch noch disgusting. Auf Serolatch. Der Disrespect ist natürlich da. Und damit sieht es jetzt gerade nicht wirklich allzu gut aus auf der Seite von Clone Raver. Ja. Reueschwert ist tatsächlich Feuertyp. Also ich hatte jetzt gedacht, das wäre ein Kampftyp gewesen. Oh, ich habe gesehen, ich habe vorhin gesagt, das Kampf war, da habe ich mich verguckt. Tut mir leid, wir sind beide nicht sehr gut informiert. Und deswegen sind wir Kommentatoren. Ja, wir lernen aber immer was Neues dazu. Und jetzt sehen wir aber den Gefriertrockner auf Flatterer. Macht aber auch nicht viel Schaden. Aber chippt ihn wenigstens an, weil eine Hydro-Pumpe kann auch daneben gehen. Und jetzt kommt der Bullet Seed. Und die macht aber auch nicht wirklich viel Schaden, aber er chippt ihn zumindest an. Das Problem ist halt bei Serolatch, dass Chip Damage bei dem Vieh nicht viel bringt, da es sich heilen kann. Ja, durch die Lefties. Aber Bullet Seed trifft 5-mal. Wow. Immerhin, das hat ja fast die Hälfte gemacht. Und beide schlafen. Das ist ja natürlich für Drizzy, kann es ihm jetzt gerade erstmal egal sein. Solange beide schlafen, kann er ungestört weiter angreifen. Einfach wegklippen. Genau, einfach qualvoll und lang wie möglich ihm Schaden verursachen. So.
Dann, nächste Runde. Wir haben zwei Schlafen. Nächste Runde, nächstes Glück. Und oh, das Zukunftsmodul setzt auf den Protect. Er geht wahrscheinlich aus, dass wahrscheinlich Serolech aufwachen könnte, um vielleicht Riesenschaden auf das Protogel zu machen. Fluttermane ist aufgewacht, setzt eine Mondgewalt ein. Aber auf das Wutpilz macht es keinen Schaden. Und jetzt kommt die Kugelsaat auf Fluttermane. Wie viel macht es jetzt? Zwei? Vielleicht noch einmal? Und damit ist Fluttermane tot. Damit ist Fluttermane tot. Die Mondgewalt macht nichts. Er hätte vielleicht auf den Spukball gehen können und hätte dadurch mehr Schaden gemacht. Ja, richtig, die Mondgewalt wird halt resistet. Die Frage ist halt einfach, war Fluttermane vielleicht gelockt? Hat er vielleicht einen Choice-Packs gehabt? Das kann gut sein. Weil vielleicht konnte er ja nicht anders machen, als immer nur auf Mondgewalt zu gehen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich glaube, dieses das Verhältnis, wie der Feuer- und der Fee-Typ zueinander stehen, ist etwas, das, glaube ich, viele Leute vergessen. Ich vergesse es öfters. Was wahrscheinlich daran liegt, dass Fee nicht sehr effektiv ist gegen Feuermons, ja. Aber Feuer ist halt, also Feuer-Moves machen keinen sehr effektiven Schaden auf Fee-Mons. Vielleicht fehlt da diese Feuer Verbindung. Feuer macht ja neutralen Schaden. Genau, das meine ich. Und jetzt haben wir auf der anderen Dualität, Seite, das in beide Richtungen jetzt geht. Haben wir wieder Iron Bundle auf der anderen Seite, der den Quantenantrieb getriggert hat. Jetzt gucken wir aber mal auf der Seite. Schaut euch dieses Chrom an. Es ist und wunderschön. Und es setzt natürlich Protect ein. Und Wutpilz wird aber jetzt auch erstmal auf den Protect gehen. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Was Serolech macht, Serolech ist aufgewacht. Da kommt der Schattenstoß. Auf den Schattenstoß. Der hätte Wutpilz nicht einstecken können, weil Wutpilz ebenfalls in der Range ist. Jetzt kommt aber wieder ein Icy Wind. Trifft er oder trifft er nicht, weil der kann ja auch daneben gehen. Aber er trifft. Er trifft und senkt die Initiative wieder um eine weitere Stufe. Der hat Der hat richtig gemeddert. Die Crits sind real von Drizzy. Also dieses Game habe ich nur mad in the Crits, also, oder? Also, das ist doch einfach... Also, wenn Cringy da wäre... Der hätte auf jeden Fall den, also der hätte Time of his life. Der, also wenn Cringy da gewesen wäre, dem hätte es auf jeden Fall nicht von den Sitzen halten können. Nicht auf dem Sitz halten können, oder? Ja. Ja, komm Grammatik, wir können weder Pokémon wissen, nichts über die Pokémon, wir haben kein Grammatik wissen, das können wir überhaupt. Digga, richtig, dumm labern. Digga, ich kann mich zwar oft versprechen, aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Und wir können euch versprechen, dass das nicht der letzte Versprecher und sein wird. Und jetzt kommt aber auch von Iron Bundle die Zugabe. Das heißt, in Protect ist jetzt ein Pilz gelockt. Und jetzt sehen wir aber auf der anderen Seite den Gefriertrockner auf Iron Bundle. 69, nice. Und Flexerino ist wieder da. Er war wieder im Gym. Und die Lefties heilen ihn wieder um ein paar Prozente wieder auf. Kleinvieh macht auch Mist. Aber Lichtschild hört jetzt auf zu wirken. Das heißt, jetzt kann ein Gefriertrockner wieder ordentlich Schaden bereiten. Krass, ich habe wirklich mich vorhin verlesen. Räuschwertes Feuer. Eine Feuerabsorb-Attacke. Krass, das gab's euch noch nicht. Aber wir wissen jetzt, Serolech ist Initiative minus 2. Das heißt, es könnte durchaus langsamer sein. Als der sehr wütende Pilz. Könnte durchaus sein. Jetzt setzt aber der Wutpilz Tiefschlag ein, um vielleicht noch wenigstens Chip-Damage zu machen. Der Gefriertrockner geht aber allerdings in den Protect rein. Das heißt, was macht Serolech an der Stelle? Er setzt den Reueschwert ein und tötet das Iron Bundle. Iron Bundle. Das könnte jetzt interessant werden. Und natürlich, die Lefties machen wieder mal ihren Job. Und er hat wieder fast volle KP. Also, wenn das nicht mal ein ekliges Pokémon ist. Also, der Spielstil ist auf jeden Fall ziemlich ekelhaft. Aber Gott, wenn es funktioniert. Das könnte auf jeden Fall auf der Seite von Clone Raver ziemlich gut aussehen. Aber jetzt kommt Bellrock. Und das Bellrock, das kann Baller entgegen des Serolech. Vor allem, weil Stahl ist. Auf jeden Fall. Und vor allem, Bellrock ist wahrscheinlich schneller, dadurch durch den Initiative-Drop. Korrekt. Die Frage ist, Kronleuchter. Wunderschöne Kronleuchter. Ich dachte, Chandelure hat eine schöne Kronleuchte. Aber wir wissen, Chandelure ist nicht mehr die einzige Kronleuchte, wenn wir die Terrasilize im Feuertyp sehen. Und den hat Wutpilz auf jeden Fall. Da kommt der Tiefschlag, reicht der nicht. Der Tiefschlag reicht leider nicht aus. Serolech setzt den Schattenstoß ein, geht auf das Balrog.
Und jetzt kommt der Gefriertrockner. Oh. Auf ein Double Target geht er. Natürlich ist jetzt vielleicht an der Stelle die größere Threat als Frizzy der ist am Nicken. Frizzy ist am Nicken. Hat er das protected? Hat er das predicted? Ja. Ich denke sogar schon, ja, natürlich. Der Double Target. Ja. Er geht davon aus, Wutpilz würde jetzt an der Stelle nicht wirklich viel machen. Aber die Frage ist jetzt... Das Ding hängt am seinen Faden und ist immer noch am Nerven. Das Ding muss es hinkommen. Fühlt er sich manchmal zu sicher. Der Tiefschlag schlägt fehl und jetzt kommt erstmal der Schattenstoß auf Wutpilz. Und Wutpilz wird weggecrittet, wird wahrscheinlich aber nicht gemattert sein. Doch, das hat sowas von gemattert. In diesem Game mattern alle Crits. Nee, allerdings nicht. Allerdings nicht. Denn wir wissen, Wutpilz hat jetzt den Feuertyp angenommen und kann ja normal getroffen werden. Und an der Stelle, mal ganz ehrlich, es war kein Crit. Außerdem mit Protzer plus 1 Angriff hat es so oder so gereicht. Und jetzt haben wir den Encore auf das Vergangenheits-Donphan gesehen. Und jetzt haben wir natürlich Flatterer jetzt wieder drin. Trotz alledem ist das trotzdem sehr schlecht für das Vergangenheits-Donphan, denn die Zugabe zwingt ihn jetzt dazu, nur noch auf Protect zu gehen. Damit ist Baldrock erstmal nutzlos. Definitiv, die Ereignisse überschlagen sich. Und jetzt überschlag ich mich. Ich habe mich definitiv überschlagen, ihr könnt es doch nicht sehen. Und Baldrock setzt aber trotzdem mal einen Protect ein. Nein, trotzdem, es war offensichtlich, genau. Nicht meine Zugabe. Schattenstoß geht aber auf das Flatterer. Oh, und der überlebt auch noch sauknapp. Und jetzt geht der Gefriertrockner Double Target. Das wird wahrscheinlich die Entscheidung sein für den Finaleinzug für Clone Raver. Da Baldrock immer noch gelockt ist in Zugabe, das wird jetzt einfach nur noch runtergespielt. Und Gefriertrockner wird auf jeden Fall sehr effektiv treffen gegen... Und der wird es wohl gewesen sein. Jetzt der Gefriertrockner auf Baldrock macht ordentlich Schaden, geht auf den Focus-Sash. Ich dachte gerade schon kurz, das ist kein Sash mehr. Geht auf den Focus-Sash, aber das ist jetzt auch letztlich egal, denn Rollschwert macht den Rest. Was? Und Clone Raver zieht damit ins Finale ein. Da kommt der Fistbump und die Umarmung, die Umarmung. Man muss aber sagen, verdienter Finaleinzug für Clone Raver. Wunderschöne Umarmung, habt ihr nicht gesehen? Die beiden, grandios. Applaus auch von uns, die Menge war am Toben. Man muss sagen, Clone Raver hat... Die Menge ist mal still, das gibt keine Zugabe, wir kriegen noch genug Kämpfe. Man muss sagen, Clone Raver hat sich nicht beeindrucken lassen von Drizzys Antworten. Wir sehen, Moment. Wir sehen, Clone Raver und Drizzy unterhalten sich gerade schon über den Kampf. Warum kommt ihr nicht mal her und erzählt uns ein paar Gedanken? Man muss aber auch wirklich sagen, die Zugabe von Clone Raver hat wirklich den Neckbreaker gegeben auf Drizzy. Also diese Zugabe, die war so perfekt gespielt. Grandios. Und vor allem, dass er sich bei den Tiefschlägen, die er natürlich erhofft hat, davon nicht beeindrucken ließ, war natürlich wirklich der entscheidende Spielzug, um überhaupt den Finaleinzug eintüten zu können. Da hinten. Oh Gott, ja gut, da wird ein bisschen unscharf. Wir machen euch mal ein bisschen Platz. So dick, ja, und trotzdem. Platz. Dann gehen wir da in die Hocke. Servus. Also. Hi, Alter, was ein Game. Ich bin als allererstes Clone Raver. Glückwunsch zum Finaleinzug. Dankeschön. Und das war wirklich ein sehr gutes Match und die Frage ist halt einfach, hast du wirklich diese Tiefschläge von dem Wutpilz so predicted, dass du das zu deinem Vorteil mit Encore ausnutzen hättest können? Ich muss ehrlich sein, ich habe das Schutzschild predicted, als ich dann auf Zugabe gegangen bin. Und mit dem Tiefschlag, ich wusste, mein Azoglade steckt das relativ gut weg, weil es, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt einen Protzer draußen hatte. Und Eisenbündel ist ja auch physisch sehr defensiv stark. Und ich glaube, da war der Reflektor auch noch draußen. Ein Lichtschild. Nee, da war der Lichtschild. Reflektor. Okay, ich hatte keinen Reflektor. Okay. Genau, aber es war wirklich so ein auf Messerschneide. Das war wirklich... Dadurch, dass du jetzt zum Beispiel, dann tut mir leid. Ist gut, kein Thema. Dadurch, dass du den Protect predicted hast auf das Vergangenheits-Donphan, hast du sozusagen eine Dreiecksbeziehung aufgebaut. Denn dadurch, nee, jetzt mal wirklich. Ja. Du predictest den Protect, der Tiefschlag schlägt auf Eisenbündel fehl und dadurch kam aber dann die Zugabe auf den Elefanten, was halt wirklich für Drizzy einfach nur noch Worst-Case-Szenario geworden ist. Also ich weil das Pokémon einfach nur noch nutzlos ist. Ich habe in der Situation gesehen, er muss das Riesenzahn behalten,
weil das für mein Azoglades wichtig ist. Aber er wollte ja auch im gleichen Atemzug das Eisenbündel wegkriegen, weil du genau. sonst wie in Game 2 wieder Shadow Sneak Gefriertrockner und das genau. wollte ich irgendwie vermeiden. Und deswegen ja. habe ich diesen Protect Sucker Punch Play gemacht und da hat nicht ganz gereicht fürs Eisenbündel. Und das war so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten 5 Turns oder so hat sich basically zweimal verändert, wer gerade am Gewinnen ist. Ja. Also es war wirklich, also erst hast du gewonnen zwischendurch, dann habe ich es umgedreht, dann hast du es wieder zurückgedreht, dann habe ich es wieder umgedreht und dann hast du es gewonnen. Aber es war so also ich übertreibe es langsam mit der Phrase, ich habe es über das erste Game gesagt, ich habe es über das zweite Game gesagt, aber bei dem Game wirklich, es war everyone's Game zu jeder Zeit. Ja. Es hat sich alles so spannend. Ich meine, also, ich habe in der ersten Runde mein Zubiris verloren. Und hatte nur Lichtschild draußen und das war schon räudig. Ja, da habe ich auch. Trotz alledem hat man aber schon von deiner Haltung gesehen. Du hast dich nicht beeindrucken lassen, sondern du hast einfach weiter deine Mindgames geführt und hast halt einfach dazu gesorgt, dass er schon langsam so ein bisschen ins Strugglen kommt. Nee, das fand ich eigentlich das Krasse. Ich hatte, glaube ich, im dritten Turn vor Gameende hatte ich. Irgendwie, da habe ich schon so vor mich hingelächelt und habe schon gesagt, ja, das ist es jetzt, weil ich da irgendwie... Habe ich auch nach der ersten Turn schon gedacht. Ich habe da nämlich... Nee, nicht nach dem Zubiris, aber wirklich in dem drittletzten Turn oder so, ich habe wirklich gedacht, das war's, weil ich diesen Play gesehen habe, wie ich halt irgendwie das Eisenbündel rauskriege und dann hat es aber so gut rumgespielt mit der Zugabe, weil ich die nicht mal auf dem Schirm hatte, obwohl ich sie mir aufgeschrieben habe. Das war so geil. Hattest du aber trotz alledem wirklich nicht gewusst, dass Serulich trotz der Terrestrial Lies die Fähigkeit weiterhin beibehält, weil der Irrlicht war ja im Prinzip der größte Eigentor. Nee, ich habe mit Bruchrüstung gerechnet. Ich habe heute so die ganze Zeit gegen Armor Rouge gespielt und ich habe auch das Armor Rouge gesehen noch mal im Halbfinale davor. Ich habe gedacht, da kommt eine Bruchrüstung. Und deswegen habe ich wirklich gedacht, ich kriege, weil er jetzt Terra Steel hat, das Irrlicht drauf. Man hat gesehen, in den ersten Turns von euren Kämpfen, war das wirklich ein Schlagabtausch das hin und war her? Schon sehr geil am das Anfang, erste Pokémon war tot, das andere Pokémon auf der anderen Seite war tot. Ja. Dann wird hier wieder getötet, dann wird hier wieder Schaden hinzugefügt und dann Angst gehabt, fingen die Mindgames so richtig an. Ich habe auch echt Angst gehabt. So, ich habe ja in der Vorrunde gar nicht gegen ihn gespielt. Ja. Und du bist von was weiß ich woher. So, wir haben Augsburg. Augsburg. Oh, ja. Wir haben noch nie gegeneinander gespielt und ich habe mir so gedacht, scheiße, der ist ja echt gut, wenn er es jetzt direkt in den Top 4 schafft. Und ich habe echt Angst gehabt und dann habe ich das erste Game geholt und dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen nachlässig geworden. Ich möchte nur kurz einhaken, das habe ich vorhin vergessen. Ich habe dich vorgestellt als Turnierleiter, aber erstmal möchte ich noch mal kurz dich vorstellen jetzt am Game. Also, oder willst du dich gerade schnell vorstellen? Du bist von weiter angereist. Was hat dich hierher bewegt? Das heißt, komm zu den UTA-Turnieren, die sind gut. Naja, ich folge der Norris-Liga schon seit 2020, also ich war schon auf der ersten Norris-Liga und ihr arbeitet jetzt mit denen zusammen? Genau. Also Leute, im Sommer kommt ein fettes Turnier. Wir arbeiten mit der Norris-Liga zusammen. Macht euch bereit. Genau. Also schaut vorbei und wir würden uns auf jeden Fall auf viele Teilnehmer freuen. Wir würden uns auf viele Teilnehmer freuen. So, also bei der Performance hat sich die Anreise auf jeden Fall gelohnt. Vielen Dank, dass du noch kurz mit uns ein paar Worte gewechselt hast. Jetzt kannst du jetzt erstmal entspannen bis zum Finale. Frage ist, haben wir schon mal gegeneinander in der Norris-Liga gespielt? Halbfinale, letztes Jahr. Stimmt, da war ja was. Ach, da kennt ihr euch ja sogar. Da war ja was, Halbfinale. Ich bin auch den ganzen Tag im Cosplay rumgerannt, ich war die muskulöse Misty. Stimmt, du hast die Misty auch den Cosplay-Wettbewerb gewonnen. Hat. Ja, mein Brusthaar hat überzeugt. Dein Brusthaar hat überzeugt, aber nicht gegen mein Groudon und mein Glurak. Oh, das war wohl... Casual Flex. Ich hatte Groudon warte das mal. Das hatte ich. Nee, stimmt, ich hab vergessen. Aber Kurtel war ja sozusagen mein Ground-Ersatz, weil wir durften ja nur ein Restricted spielen. Okay, ich hatte Sachien gespielt. Ich möchte kurz einhaken, bevor wir jetzt hier weiter in der Vergangenheit schwelgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir nehmen jetzt gleich das Spiel um den dritten und vierten Platz auf. Und danach kommst du nochmal zum Vorschein. Dann schauen wir mal, wer unser heutiges Turnier gewinnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nochmals vielen Dank, dass du hier sich mit uns unterhalten hast. Auch danke an den Drizzy, dass er sich mit uns unterhalten hat. Der jetzt gerade hier offscreen steht und auf den ich gerade meine Hand halte. Wir sehen uns gleich. Ich werde wahrscheinlich an der Stelle fürs Erste viel Erfolg für das große Finale Clone Raver. Dankeschön. Wir freuen uns auf jeden Fall, die Kämpfe auch kommentieren zu dürfen. Darf ich noch jemanden grüßen? Mach halt. Gerne machen. Nein, ich grüße meine Freundin. Hi, Schatz. Ich liebe dich. Ich grüße meine Mama. Okay, ciao, Leute.